Willkommen zur August-Ausgabe von Zweite Heimat. Die große Hitze ist vorerst vorbei, dennoch geht es in Österreich hitzig zu. Durch den Krieg in Syrien und im Irak kommen Hunderttausende Menschen nach Europa und suchen auch in Österreich einen neuen Anfang. In Amstetten bemüht sich Willkommen Mensch, die Planlosigkeit der öffentlichen Hand, zumindest im Kleinen, zu kompensieren. Die katholische Kirche hat sich bis jetzt in Sachen Flüchtlingssituation eher leise verhalten. Von offizieller Kirchenseite gibt es da wenig Lösungsansätze. Die Diakonie und die Caritas arbeiten hier an vorderster Front mit staatlichen Organisationen zusammen. Willkommen Mensch ist eine private Plattform, die aus den Pfarren heraus ehrenamtlich tätig ist. Wir arbeiten überwiegend für Menschen, die schon einen positiven Asylbescheid haben. Da geht es um Hilfe bei der Wohnungssuche, bei der Hilfe zur Vermittlung von Einrichtungsgegenständen, Hausrat, also Sachspenden und auch um ein soziales Netzwerk. Also wir versuchen auch jeweils Patenfamilien für eine syrische Familie oder eine ausländische Familie zu finden. Wir versuchen Lernbetreuung für die Kinder auf die Beine zu stellen. Wir haben hier im Pfarrsaal einen Deutschkurs. Und derzeit sind in der Pfarre täglich auch mehr Muslime als Katholiken anzutreffen. Neben Deutschkurs für Männer und Frauen sind aber auch Sachspenden wichtig, denn den Kriegsflüchtlingen fehlt es an allem. In Syrien wurde es immer schwieriger wegen dem Krieg. Es hat viele Tote gegeben. Wir hatten Auseinandersetzungen mit den Soldaten. Wie sind Sie hier angekommen und warum gerade nach Österreich? Die Flucht war sehr schwierig und zuerst sind wir in die Türkei. Auch dort hatten wir Schwierigkeiten. Danach haben wir uns entschlossen, über die Straßen nach Österreich zu gelangen. Dr. Osama Abo Rashtan ist Allgemeinmediziner. In Syrien hatte er bereits eine eigene Praxis. Am Klinikum in Amstetten arbeitet er nun, um sein Doktorat bestätigen zu lassen. Es ist mir wichtig, dass ich noch einmal zu meinem Beruf einstiege und das ist sehr wichtig. Ich glaube, dass man arbeitet, dass man etwas tut, das beruflich und für die anderen, ich glaube, die Sprache ist das erste Problem, das kann man so sagen. Und eine Tagesstruktur. Die Plattform Willkommen Mensch organisiert für die Flüchtlinge auch diverse Aktivitäten. Mittendrin Katrin Schoder als einzige Fußballerin unter den Flüchtlingen. Für sie eine interessante Erfahrung. Ja, ich bin das auch gewohnt von meiner Familie. Ich habe 3 große Brüder. Das heißt, ich war von Kind auf eigentlich immer viel mit Burschen unterwegs, auch mit meinen Freunden. Sie sind großteils Fußballer. Aber es ist eine ganz interessante Erfahrung, wenn wir alle nicht dieselbe Sprache sprechen und irgendwie ganz unterschiedliche Zusammenwürfelungen sind. Und diese Zusammenwürfelung ist auch die Herausforderung für unsere Gesellschaft, um den Flüchtlingen während der Zeit des Aufenthalts in Österreich die Schrecken des Krieges vergessen zu lassen. Auch in unserem zweiten Beitrag war es der Krieg, der hunderttausende Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien vertrieben hat. 1992 kämpften die Kroaten, Serben und Bosnier untereinander um ihre Unabhängigkeit. Mittendrin im eingeschlossenen Bihać Rajila Čajić mit ihren beiden Kindern, der unter schwierigen Bedingungen die Flucht in die Freiheit gelang. Bihać im Norden von Bosnien war im Jugoslawienkrieg 1992 eine eingeschlossene Stadt. Rahila Čajić war eine von vielen Müttern, die mit ihren Kindern die Flucht aus der umkämpften Stadt gelang. P3TV begleitet sie auf ihrer Reise. Die Spuren des Krieges sind auch heute noch teilweise in der Stadt sichtbar. Als der Krieg nach Bihać gekommen war, haben wir alle eine große Enttäuschung erlebt. Es war logisch, dass wir enttäuscht waren. Ja, verwundert, denn es war ein Krieg zwischen Nachbarn, Freunden, Brüdern und Schwestern. Von allen Seiten haben Soldaten der jugoslawischen Armee, Kroaten und Serben die Stadt 1209 Tage lang belagert und eingeschlossen. Die Bosnier haben sich mit einer eigenen Armee, einer Art Polizei- und Volksarmee, verteidigt. Es gab kaum Strom, Wasser und auch nichts zu essen. Trotzdem war bei den Menschen der Wille vorhanden, dass die Leute kämpften. Sie wollten die Stadt beschützen und deshalb blieben sie auch in der Stadt.
Es war auch genug Tapferkeit vorhanden, denn man fühlte sich vor einer ethnischen Säuberung eines Volkes, nämlich den bosnischen Muslimen. Karadzic und Mladic wollten vorerst, dass die Menschen von alleine gehen und ihre Häuser verlassen. Damit hat man Druck gemacht. Wenn nicht, wollte man sie vertreiben oder töten. Das war das Ziel von Karadzic und Mladic. Die Gefechte 1992 in der belagerten Stadt hat Rahila von einigen Kilometern Entfernung aus ihrem Dorf gehört und miterlebt. Einer, der die Zeit damals hautnah erlebt hat und fast täglich auch in Gefahr war, war der Kameramann Hasan Arnautovic. Er filmte damals unter dem Schutz der bosnischen Armee an vorderster Front. Es ist heute noch schwer, darüber zu reden. Die Emotionen kommen wieder zurück. Es war schrecklich, da war Angst. Denn ich hätte als Kameramann, aber auch jeder andere von uns, täglich sterben können. Als Kameramann musste ich natürlich rausschauen und an der Front sein, um gute Bilder machen zu können. Bei einem Angriff sind uns die Gewehrkugeln und Granaten um die Ohren geflogen. Und wenn ich mich jetzt daran erinnere, bekomme ich heute noch eine Gänsehaut. Es war nicht einfach, da sind schreckliche Erinnerungen in meinem Kopf zurückgeblieben. Als wir mit Rahila den heute stillgelegten Militärflugplatz betreten, wo sie am 9. Mai 1992 mit Tochter Mirella, damals 8 Jahre alt, und Sohn Mehmet, 4 Jahre, ein Flugzeug nach Sarajevo erwischt, kommen die Erinnerungen hoch. Um sie herum Flugzeuglärm, Granateneinschläge und dann die Ungewissheit, wie es weitergeht. Das ist sicher schwer. Nach 24 Jahren, wenn ich alle von meinem Kopf zurück, das ist schwer. Ich habe ein Kind lassen in Bosnien und die zwei kleinen Kinder mit. Und mir ist sehr schwer, wenn mein Sohn nichts mit. Ihr ältester Sohn wurde zur Militärpolizei eingezogen und hat den Krieg unversehrt überstanden. Heute fährt die Familie fast jedes Jahr in ihre alte Heimat zurück, um Verwandte zu besuchen. Vieles hat sich seit dem Krieg geändert, doch Serben leben heute kaum noch in Bihać, in einer Stadt, wo vor dem Krieg alle nebeneinander gelebt haben. Für Rahila ist Österreich aber zur neuen Heimat geworden. Menschen mit Migrationshintergrund haben es oft nicht leicht, in Österreich einen Job zu finden. Bei international tätigen Unternehmen ist da die Situation schon anders. Hier macht man sich die unterschiedlichen Kulturen zu Nutzen. In Ödbei am Stetten bietet das Mostviertel noch echte Lebensqualität. Hierher hat es Christoph van Miekem aus Belgien verschlagen. Nach einer Europareise hat er sich dieses Fleckchen Erde als neue Heimat ausgewählt. Der Belgier arbeitet bei MBA Polymers Austria und in seiner Freizeit ehrenamtlich bei der Rettung. Die Landschaft, die Natur, da hat man wieder Freiheit und auch die Menschen sind da sehr viel offener und freundlicher als wie in Belgien. Da kennt man seine Nachbarn noch und in Belgien kennt man ja nicht einmal die Nachbarn in manchen Teilen. MBA Polymers Austria ist ein Recyclingunternehmen in Kematen und gehört zur Müller-Guttenbrunn Group. Über 100 Mitarbeiter sind hier in diesem Standort beschäftigt, rund 17% davon mit Migrationshintergrund. Ich habe noch nie Probleme gehabt, dass ich aus Belgien komme, aus dem Ausland. Dass man ab und zu einen Witz vertragen muss, das ist ja natürlich klar, aber da habe ich keine Probleme damit. Van Miekem hat in Belgien Religion und Geschichte studiert, doch nach der Europareise hatte er keine Lust mehr weiter zu studieren und ist so bei MBA gelandet und heute stellvertretender Schichtleiter. Chris Likus ist bei der Müller-Guttenbrunn-Gruppe für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wenn man irgendwo neu kommt, dann muss man sich erst eingewöhnen und man macht dann natürlich auch nicht immer die positiven Erfahrungen. Es ist mir auch passiert, dass ich im Taxi nicht unbedingt freundlich begegnet wurde, aber das gehört einfach dazu. Der Prozentsatz von solchen Leuten ist überall gleich, habe ich erfahren und das gibt es in Österreich wie auch in Holland und in Frankreich und überall. Ein international tätiges Unternehmen wie die Müller-Guttenbrunn-Gruppe mit seinen unterschiedlichen Standorten in halb Europa hat erkannt, dass man von Mitarbeitern mit Migrationshintergrund auch profitieren kann. Slikus etwa ist erst seit 2 Jahren im Unternehmen tätig, doch seit 1979 von Holland weggegangen, um in der ganzen Welt zu arbeiten. Es bringt eine gewisse Öffnung, es bringt auch alternative Sichtwinkel, die man nur als österreichisches Unternehmen wahrscheinlich nicht hat. Ich glaube schon, dass es für alle interessant ist, diese internationalen Aspekte auch mitzunehmen.
Sowohl die Holländer wie auch die Belgier haben sich auch in der Vergangenheit weit über die Landesgrenzen hinaus bewegt. Van Miekem ist nun bereits 6 Jahre in Österreich. Weiter studieren ist derzeit kein Thema. Dass mein Diploma in Österreich nicht so gültig ist wie in Belgien, müsste ich noch was dazu studieren. Da ich ja alleine da bin, oder ja, jetzt nicht mehr alleine, aber am Anfang habe ich Geld gebraucht und habe einfach angefangen zu arbeiten. Und seit 3 Jahren arbeite ich jetzt bei MBA Polymers, habe ein super Team rund um mir. Und fühlt sich im Ostviertel wohl. Durch Freundin und Kind ist es vorgegeben, dass er hier auch bleiben wird. Auch Chris Likus interessiert nach 20 Jahren in Österreich die österreichische Politik schon mehr als die holländische. Das war's wieder von Zweite Heimat. Unsere Beiträge finden Sie auch im Internet. Wenn Sie Themen, Fragen oder Anregungen zur Sendung haben, schreiben Sie uns bitte unter zweiteheimat@pederei.tv.at. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.